Abenteuer und Wissen präsentiert Karl Benz, Pionier des Automobils. Ein Feature von Robert Steudner. Eugen, wir müssen ihn anschieben. Richard, du lenkst. Ja, Mutter. Ja, komm schon. Es war im Sommer 1888. Die Schulen hatten die Tore geschlossen und der Glanz der Feriensonne vergoldete die Welt. In den Köpfen meiner Buben Eugen und Richard tauchte die verwegene Idee auf, eine neumodische Ferienreise zu machen. Mit meiner Erfindung. Sie wussten, dass ich das niemals erlauben würde. Also gingen sie gleich zu ihrer Mutter, meiner lieben Frau Bertha. Ja, komm schon. Ich habe wohl gelacht, wenn wir ihn nicht wieder ans Laufen kriegen. Jetzt. Ach, los, ihr schafft das. Schneller. Komm, ihr schafft das. Doch. Eugen und Richard hielten sie für wagemutiger als mich. Die drei verschworen sich und das Komplott kam zustande. Sie stibitzten den Wagen in aller Herrgottsfrühe aus dem Schuppen, während ich noch selig schlief. Hoffentlich sieht uns niemand. Ihr seht zum Fürchten aus mit euren schwarzen Gesichtern. Ja, ja. Glaubst du? Du siehst besser aus. Ein bisschen schon. Schau lieber nach vorn und pass auf, dass nicht wieder irgendwelche Polizisten oder abergläubische Bauern aufkreuzen und uns den Weg versperren. Wir haben's gleich. Wir haben's gleich. Inmitten der idyllischen Landschaft zwischen Odenwald und Schwarzwald im heutigen Baden-Württemberg ereignet sich in den ersten Augusttagen des Jahres 1888 eine Sensation, die schon bald die Welt verändern wird. Die erste Fernfahrt eines Automobils in der Geschichte der Menschheit. Was soll ich sagen? Die erste Fernfahrt fand doch tatsächlich ohne mich statt, hinter meinem Rücken sozusagen. Die drei liebten meinen Wagen, wie ich ihn liebte. Aber sie verlangten mehr von ihm als ich. Bis Wiesloch ging noch alles gut, aber als die Straßen bergig wurden, begannen die Tücken. Die Kraftübertragung war noch nicht für so große Steigungen vorgesehen. Eugen und Bertha mussten absteigen und schieben, während Richard steuerte. Ja, los! Ja, noch einmal nachlassen! Mit aller Kraft, Eugen! Mach ja schon! Die Reise geht von der blühenden Industriestadt Mannheim ins knapp 100 Kilometer entfernte Pforzheim. So ist zumindest der Plan. Doch der Weg, sonst nur von vierrädrigen Ochsenfuhrwerken und Pferdekutschen genutzt, wird immer steiler und holpriger. Zu viel für den filigranen dreirädrigen Motorwagen, der bisher nur auf kurzen Touren in und um Mannheim ausprobiert worden war. Alle paar Kilometer macht er Schluss. Ich kann nicht mehr. Beiß die Zähne zusammen, Eugen. Wir sind so weit gekommen. Jetzt geben wir nicht mehr auf. Ihr werdet sehen. Wir schaffen es zum Ziel. Und dann wird keiner mehr sagen, euer Herr Papa leide an ihren Gespinsten. Bertha Benz, 39 Jahre alt und Mutter von vier Kindern, will der Welt etwas beweisen. Sie will nachweisen, dass der über viele Jahre mühsam entwickelte Benz-Patent-Motorwagen Nummer 3, der lang gehegte Traum ihres Ehemanns, des Maschinenbauers und Erfinders Karl Benz, nicht nur für kurze Touren, sondern auch für Überlandfahrten geeignet ist. Etwas, das bisher nur mit Pferdekutschen oder der Eisenbahn möglich war. Nur noch ein paar Meter, dann sind wir oben und können ihn rollen lassen. Los! Ja, komm, ja, ja, jetzt, ja, jetzt, komm. Beim nächsten Anstieg schiebt er und ich lenke. Ist gut, Eugen. Ich hoffe, es sind nicht mehr so viele. Bis vorzeitig. Los, komm schon, steig auf. Oh. Ja. Fast 20 Jahre hat Bertha auf diesen Tag gewartet, seit Karl ihr die Idee vom pferdelosen Wagen in den Kopf gesetzt hatte. Ein unbeschreibliches, erhebendes Gefühl.